Meine 10 Minutes of Fame möchte ich für 4 Punkte oder 4 Thesen verwenden. Zunächst mal, es braucht eine europäische Öffentlichkeit. Ich vermute mal, in diesem Kreis renne ich damit offene Türen ein. Hier mal eine schöne Begründung dafür, dass wir die brauchen. Also das Projekt Europa, die demokratische Europäische Union kann nicht nur ein Projekt von Politikern und Intellektuellen sein, sondern muss die Bevölkerung mit einbeziehen. Aus dem politischen Raum Europa muss ein echter europäischer Kommunikationsraum werden, sagt Thomas Kleist, Intendant des Saarländischen Rundfunks. Aber es gibt durchaus auch Einwände, Leute, die argumentieren, es kann keine europäische Öffentlichkeit geben, weil es keine europäische Perspektive, keine europäische Kultur, Identität und Ähnliches gibt. Andere sehen schon im Streben nach einer europäischen Öffentlichkeit die Gefahr, dass es zu einem Radio Free Europe 2.0 gerät und die Wahrnehmung der EU als gute Diktatoren stärken könnte. Nach innen wie nach außen ist das East Stratcom-Team des EU-Außenamtes betreibt EU versus Disinformation, um über Pro-Kreml-Desinformation aufzuklären. Und die müssen dazu sagen, nein, was wir machen, ist keineswegs Gegenpropaganda, sondern eben Aufklärung. Statt eines Supermediums schlagen einige auch einen dezentralen Ansatz der Europäisierung vor durch Förderung der Europaberichterstattung in den bestehenden Qualitätsmedien, so zum Beispiel Schmidt und Fredriksen 2017 in den Blättern für deutsche und internationale Politik, die dort auf die Forderung nach einem Europafunk von André Wilkens und Jakob von Weizsäcker reagiert haben. Ein Beispiel für ein solches dezentrales Netzwerk, sowohl bei der Produktion wie bei der Ausspielung, ist Investigate Europe. Können wir vielleicht in der Diskussion noch darauf zurückkommen. Andere argumentieren, es gibt schon genug. Wir haben Arte, den europäischen Kulturkanal, wir haben Euronews, wir haben EU Observer, Eurosign, Politico, Europal TV direkt, wer es roh haben möchte. Es gibt eine Fülle von Forschungseinrichtungen und Thinktanks zu Europafragen und nicht zuletzt wird in den nationalen Medien über EU-Themen berichtet, ob jetzt über die aktuelle Renovierung des Urheberrechts, über Glyphosat oder Brexit. All das sind Punkte, die zu bedenken sind. Ich hoffe aber, angesichts der Lage der EU vor Brexit und in Europawahlen sind wir uns hier zumindest einig, dass ein Weiter-so nicht reicht, sondern dass es ein intensives Nachdenken über den Kleistschen europäischen Kommunikationsraum braucht. Auch über dessen Natur besteht eine gewisse Unklarheit. Es gibt weiterhin Menschen, die einen Europafunk fordern, wie Wilkens und von Weizsäcker, Europaabgeordnete, die ich bereits genannt habe, mit ihrem Vorschlag von 2016. Auch die im April 2017 gegründete basisdemokratische Partei Demokratie in Bewegung, DIB, die auch zur Europawahl antreten wird, hat im März 2018 die Initiative für einen europäischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk angenommen. Also ganz klassisch Fernsehen. Damit sind wir noch im alten Raum, der von Leitmedien und ihren Echokammern bestimmt waren, also Echokammern im ursprünglichen Sinne. Leitmedien setzen ein Thema und eine Agenda, andere kleinere Medien greifen dies auf. Also Leitmedien rufen in die Medienlandschaft hinein und von überall schallt ihnen ihr eigener Ruf als Echo zurück. Das meinte ursprünglich mal Echokammern im Unterschied zu Filterblasen. Also der Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Und hier mal eine technische Version einer solchen Echokammer. Man nimmt etwas auf und das kommt über die verschiedenen Tonköpfe als Echo wieder zurück. Im Internet sieht das alles ein bisschen anders aus. Hier haben wir es mit einem Wort von Jochai Benkler mit einer Networked Public Sphere zu tun, also einer vernetzten Öffentlichkeit, die er hier beispielsweise anhand der Debatten, es geht also um einen Debattentracker zu den beiden Gesetzesvorlagen SOPA und PIPA in den USA, beides zwei Urheberrechtsvorschläge mal dargestellt hat und man sieht, das sieht alles ziemlich wuselig aus. In dieser Informationsumgebung gilt es nun, Angebote zu machen, die den Geist und den Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen weiterentwickeln.
Die Plattformatisierung der Öffentlich-Rechtlichen hat wahrscheinlich 2015 mit der Chartererneuerung der BBC begonnen. Die BBC hat damals erklärt, ihre Plattformfunktion stärken zu wollen und sie öffnen zu wollen für Museen, Bibliotheken, Hochschulen, Festivals und andere öffentliche Wissenseinrichtungen in UK. Diese Idee hat in ganz Europa Widerhall gefunden und ist aufgegriffen worden, immer aber im nationalen Kontext. Als Ulrich Wilhelm, den wir hier sehen, im Januar dieses Jahres den ARD-Vorsitz übernahm, kündigte er eine europäische Supermediathek als Hauptprojekt seiner Amtszeit an. Das ist das erste europäische Plattformmodell aus dem Herzen der Öffentlich-Rechtlichen. Das ist Wilhelm hoch anzurechnen. Der Haken dabei aber ist, er denkt sich das als eine Public-Private-Partnership zusammen mit den Zeitungsverlegern. Das Bedrohungsszenario ist US-Plattformen und zunehmend auch China. Europa müsse deshalb zusammenhalten, Ressourcen bündeln. Andere haben auch bereits vorgeschlagen, das Kartellrecht müsse geschwächt werden, damit große europäische Unternehmen entstehen können, die bei denen aus den USA und China mithalten können. Wilhelms Vorschlag sieht fast wie der echte europäische Kommunikationsraum von Kleist aus. Im Handelsblatt, im Interview mit dem Handelsblatt vor einem Monat, hat Wilhelm seine Vision konkretisiert und sagt dort, Zitat: Meine wirkliche Sorge als Staatsbürger gilt dem Zusammenhalt des Landes, auch von Europa. Deswegen bin ich aktiv geworden. Demokratie braucht, wenn es darauf ankommt, eine ungeteilte, integrierte Öffentlichkeit statt immer mehr Teilöffentlichkeiten und Filterblasen, in denen sich nur die jeweils eigene Weltsicht bestätigt. Also was wir brauchen, ist den Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält. Tatsächlich zielt sein Vorschlag auf eine Vermarktungskooperation, eine Infrastruktur, auf der kostenlose Mediatheken des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, aber auch kostenpflichtige Angebote von Privaten nebeneinander stehen sollen. Und die Bibliotheken, Museen, Hochschulen werden in diesem Diskurs immer noch mitgeführt, aber im Wesentlichen hat Wilhelm Gespräche geführt mit den Zeitungsverlegern und mit der Politik in verschiedene Richtungen. In diesem Interview nennt Wilhelm auch ein Vorbild, so wie er sich das starten soll das Ganze als Prototyp nach Art eines Start-ups mit einer öffentlichen Anschubfinanzierung. 50 Millionen würden ausreichen dafür. Das könnte Wagniskapital öffentlicher Banken und Stiftungsgeld sein. Rundfunkgelder möchte er dafür nicht verwenden, das sei rundfunkrechtlich auch gar nicht möglich, was ich stark bezweifeln würde. Und er nennt eben ein Vorbild, wie diese Plattform weiterlaufen soll nach der Anschubphase. Und dieses Vorbild ist die Austria Videoplattform AVP. Die ist im Januar 2017 von der Austria Presseagentur, also der österreichischen Presseagentur, eben gestartet worden auf Initiative von ORF-Generalsekretär Vrabetz. Auch hier eine Selbstvermarktlichung der Öffentlich-Rechtlichen. Bei AVP handelt es sich um eine reine Business-to-Business-Plattform. Anfangs hat nur der ORF, inzwischen 15 weitere Anbieter, Videos zur Verfügung gestellt, die Online-Portale von Zeitungen und anderen dann einbetten können. Die Werbeeinnahmen daraus werden nach Abzug der Betriebskosten der AVP zwischen dem Anbieter des Videos und der Plattform 50-50 geteilt. Kurz nach dem Start bezeichnete APA-Geschäftsführer Clemens Pick die AVP als Schulterschluss der österreichischen Medienbranche, sich gegenüber den großen Internetgiganten durchzusetzen und Werbeerlöse abzusichern. Also von Öffentlichkeit oder Demokratiefunktionen keine Rede. Letztes Zitat von Wilhelm aus diesem Interview: Wenn die Schöpfer unseres Grundgesetzes gewusst hätten, dass alle digitalen öffentlichen Straßen und Plätze im Privatbesitz einiger weniger Unternehmen aus Übersee sind, hätten sie das nicht hingenommen. Für sie war ein freier öffentlicher Raum schlechthin konstituierend. Ende Zitat. Und da hat er natürlich völlig recht. Es wird allerdings nicht besser, wenn dieser öffentliche Raum im Besitz von deutschen oder europäischen Unternehmen ist. Genau deshalb haben die Gründer des Öffentlich-Rechtlichen ihn unter Kontrolle der Gesellschaft und nicht des Marktes oder des Staates gestellt. Aus Angst vor dem Tod Selbstmord zu begehen, war noch nie eine gute Strategie. Entsprechend auch die Reaktionen auf Wilhelms Public-Private-Partnership. Michael Hahnfeld schrieb in der FAZ:
Gibt es ein gemeinsames Angebot von öffentlich-rechtlichen Anstalten, die vom Rundfunkbeitrag finanziert werden und von privaten Verlagen? Können diese ihren Versuch, mit Inhalten im Netz Geld zu verdienen, einstellen? Wer wird sich, gibt es erst Wilhelms großes Ding mit Euro-Algorithmus, für die Presseportale noch interessieren, sie gar abonnieren? Heiko Hilker vom DIMBB beklagt die Systemvermischung. Mit dem Gros der Angebote vom ORF sei die AVP eine kostengünstige Versorgung privater Medienanbieter mit öffentlich-rechtlichen Videoinhalten. Außerdem blieben die freien und nicht kommerziellen Medien außen vor als Anbieter genauso wie als Nutzer, weil sie nämlich keine Genossenschafter der APA sind. Im Übrigen führen öffentlich-rechtliche Inhalte überall, vor allen Dingen auf kommerziellen Plattformen, zu einem Verlust der Wiedererkennbarkeit. Thomas Bellut vom ZDF hatte eine gemeinsame Mediathek mit der ARD abgelehnt, weil dadurch die Wiedererkennbarkeit verloren ginge. Genau das aber passiert bei der AVP mit öffentlich-rechtlichen Inhalten in kommerziellen Umfeldern. Mit einer Public-Private Partnership geht die Legitimation der Öffentlich-Rechtlichen verloren. Leute werden sagen, das geht doch prima zusammen mit den Kommerziellen, finanziert durch Werbung. Warum sollten wir dann also noch einen Rundfunkbeitrag bezahlen? Und abschließender Kommentar von Matthias Döpfner selber, dem Präsidenten des Zeitungsverlegerverbandes BDZV und dem Vorstandsvorsitzenden des Axel Springer Verlages. Der fand den Vorschlag von Wilhelm interessant, wandte aber ein, es sei dabei sehr darauf zu achten, dass privater Sektor und öffentlicher Sektor getrennt bleiben. Es passiert nicht oft, dass ich mich in der Lage wiederfinde, sowohl Wilhelm, zumindest teilweise, und dann auch noch Döpfner zu loben, hätte ich mir auch nicht gedacht. Aber wo er recht hat, hat er recht. Und in der Tat sieht im Übrigen auch das Bundesverfassungsgericht das so, dass regelmäßig von zwei verschiedenen Eigenrationalitäten spricht. Öffentlich-rechtliche und kommerzielle Medien sind kategorial verschieden und ergeben dann natürlich zusammen das duale System. Der kommerzielle Rundfunk arbeitet eh an eigenen Plattformen. RTL hat Pläne für europäische Plattformen ohnehin aufgegeben. Die europäischen Geschmäcker seien zu verschieden. Und RTL baut jetzt nationale Plattformen unter dem Label Videoland oder in Deutschland TV Now. Was fehlt, ist die andere, die öffentliche Seite des dualen Systems. Die ist mit Partnern zu stärken, die einer ähnlichen Eigenrationalität verpflichtet sind, also dem freien Zugang zu Wissen für alle. Die EBU, das wäre eigentlich der zuständige Kreis, würde man erwarten. Die tun auch viel für den Programmaustausch, aber die EBU hat Public Facing außer dem Eurovision Song Contest nur das halbherzig betriebene Euronews zustande gebracht. Vorbilder für europäische Angebote wie Dreisat und Arte vor allen Dingen mit dem Online-Angebot, sind beide gänzlich ohne die EBU entstanden. Da sollte also noch einiges gehen. Die BBC hatte bereits Museen und Bibliotheken als Partner vorgeschlagen. Die sind in Europeana bereits europaweit vernetzt mit mehr als 3.500 Institutionen und fast 60 Millionen Digitalisaten. Und da gibt es auch schon vielfache Kooperationen mit Wikipedia. Dörr, Holznagel, Picot haben in ihren ZDF-Gutachten zum Cloud-TV von 2016 den BBC-Vorschlag für Deutschland aufgegriffen, haben gesagt, das wollen wir auch, und dem Plattformmix noch NGOs und Nutzerbeteiligung hinzugefügt, und sie haben den Begriff Public Open Space geprägt. Wikipedia ist natürlich ein vorrangiges Beispiel für zivilgesellschaftliche Wissensinfrastrukturen. Dazu gehört auch Open Access, Open Educational Resources, freie Software und andere. Das Projekt einer solchen Plattform heißt European Public Open Spaces und will aus diesen vier Säulen, also öffentlich-rechtliche, öffentliche Wissensinstitutionen, zivilgesellschaftliche Wissensinstitutionen und Beitragszahler, eine dezentrale, föderierte Struktur aus Tausenden von Partnersites nach dem Vorbild von Europeana und ein Netzwerk dezentraler Produktion und Distribution wie Investigate Europe, wenn nicht bauen, so doch zumindest mal konzipieren und in die Debatte werfen, auf die ich mich jetzt freue. Vielen Dank.